Da ist er, der Weltmeister. Nico Rosberg zu Besuch in Wiesbaden und zu Besuch bei Oberbürgermeister Sven Gehrig. Angefangen hatte alles gestern früh mit dieser Meldung auf der Facebook-Seite des Rennfahrers. Hallo, Herr Sven Gehrig. Ich würde gerne morgen, Mittwochvormittag, bei Ihnen im Rathaus auf einen Handkäs mit Musik vorbeikommen. Mit meiner Familie. Geht das? Mit freundlichen Grüßen, Nico. Mir schrieb jemand, Achtung, hast du gesehen, Nico Rosberg will nach Wiesbaden kommen. Dann habe ich mir das angeschaut und habe gesagt, also so locker, so cool, also das kann nicht ernsthaft echt sein, das ist ein Fake. Bin ins Büro gefahren, habe meine Mitarbeiter gebeten, das mal zu verifizieren, was denn da dahinter steckt. Und seit gestern Morgen um 8.58 Uhr war es dann verbrieft, das ist echt. Und der frisch gebackene Formel-1-Weltmeister besucht seine Geburtsstadt, die Landeshauptstadt Wiesbaden. Ich bin stolz wie Bolle, das mag ich an der Stelle sagen. Herzlich willkommen, lieber Nico, in Wiesbaden. Wir freuen uns alle sehr. Doch auch für Rosberg war alles nicht so einfach. Denn glauben wollte man ihm in Wiesbaden zunächst nicht. Kleine Vorgeschichte zu dem Thema Fake. Ich musste höchstpersönlich dann noch anrufen bei Ihnen im Büro und dann von einer Stelle zur anderen wurde ich dann weitergeleitet und war dann noch 2,5 Minuten in der Warteschleife, um dann endlich mit irgendjemandem zu sprechen, wo ich dann verifizieren konnte, dass ich wirklich der Nico bin. Das hat dann letztendlich nach ein paar Minuten geklappt und somit bin ich dann auch heute hier. Aber das war dann noch nicht so einfach. Und auch den Bundespräsidenten hatte Rosberg noch per Facebook eingeladen. Habe ich auch noch gemacht, ja. Aber der, ja, ich dachte mir, wenn es mit Sven so schnell geklappt hat, vielleicht funktioniert das mit dem Herrn Gauck, Herrn Bundespräsident Gauck, auch noch so schnell. Aber er ist dann leider doch nicht hier, ist meine letzte Info gewesen. Kommt erst morgen. Also das wird dann leider nicht klappen. Echt schade. Hätte ich auch noch sehr, sehr gerne getroffen. Den Weltmeister treffen oder zumindest ein Foto oder Autogramm wollten auch rund 500 Rosberg-Anhänger, die in der eisigen Kälte auf ihr Idol warteten. Dann kam er zu seinen Fans, zu seinen Wiesbadenern. Wenn ich an Deutschland denke, dann denke ich an Wiesbaden. Und ja, wie gesagt, ich habe ja sehr viel Zeit auch verbracht im Opelbad oben mit meiner Oma, dann im Wald. Weil sie hat oben in der Fresenius-Straße gelebt, das war direkt da an der Grenze zum Wald da oben. Und also viele, viele Kindheitserinnerungen. Und daher ist es auch für mich dann was Besonderes, hier als erstes nach dem Titelgewinn zu sein. Geduldig und sehr sympathisch versuchte der neue Formel-1-Weltmeister so viele Autogramme zu schreiben und so viele Selfies zu machen, wie es möglich war. Um Zeit zu sparen, nahm Rosberg gerne auch selbst das Handy in die Hand, um das Foto zu machen. So langsam aber sicher registriert der 31-Jährige, was er geleistet hat. Direkt nach dem Rennen war das noch nicht der Fall. Ich konnte mich gar nicht freuen. Das war Erleichterung im ersten Moment, weil diese Intensität in den letzten zwei Runden war wirklich außerirdisch für mich. Deswegen, da kamen auch direkt die Tränen bei mir noch im Auto, als ich alleine rumkurfte nach der Zielflagge. Und dann erst kam dann mit der Zeit so ein bisschen mehr und mehr dann die Freude. Dann konnte ich auch einmal reinschreien ins Radio. Dann kam die Vivian noch auf dem Radio und hat mit mir gesprochen, sehr persönlich, was echt schön war. Schöner Moment nochmal. Und dann kam halt mehr und mehr die Ekstase danach. Zurzeit genießt Rosberg einfach seinen Erfolg und würde am liebsten mit der ganzen Welt feiern. Und so wurde er nicht müde, beim Empfang in Wiesbaden ein Autogramm nach dem anderen und unzählige Selfies zu machen. Leider konnte er sich nicht bei jedem Fan persönlich bedanken. Aber wer laut genug gerufen hat? Nico! Der bekam den Weltmeister auch zu sehen. Erfolgreich und sympathisch, Nico Rosberg, ein Weltmeister zum Anfassen.